Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Seit gestern bin ich bei DealX dabei, bei DX Emporia und habe mir nun mal diese Folien vorgenommen der offiziellen Präsentation und möchte euch nun so gut wie möglich, ich bin noch nicht so besonders fit, aber einigermaßen habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, möchte ich euch mal die Firma DX Emporia bzw. DealX vorstellen und was es damit auf sich hat. Also DX Emporia ist eine Firma, die in Dubai ansässig ist, im Dubai World Trade Center sozusagen. Und hier rechts siehst du die Unterlagen, der Lizenz und so weiter und so fort. Ja? Die Führer dieser DX Emporia sind zum einen der Managing Director Markus Paar, der nicht nur ein erfahrener Profi auf dem Gebiet der internationalen Diplomatie ist, sondern er hat in den letzten 20 Jahren auch erfolgreich die Planung und Strategie von sehr vermögenden Family Offices geleitet. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung ermöglichen es ihm, die internationalen Kunden von OCS, das ist eine Bank in Dubai, perfekt zu beraten und zu unterstützen. Er ist unter anderem auch Honorarkonsul der Republik Tunesien und Senator of Business Leader des Wirtschaftskreises der SGO. Leider weiß ich nicht, was SGO bedeutet. Das müsste ich jetzt mal in der Suchmaschine nachschauen. Ja, wir wissen ja alle, Houston, wir haben alle ein Problem. Unser Geld wird rapide weniger wert, unsere Kaufkraft geht verloren. Das spürt man gerade jetzt sehr, sehr deutlich in dieser Zeit. Ja, die Methode, einen Geldschein zu palpieren, ohne das Papier zu verletzen, das nennt man auch Inflation. Ja, hier ist noch ein interessantes Bild, was man da sehen kann. Man sieht die Entwicklung, die rote Linie, das ist quasi die Kaufkraft des US-Dollars. Die rote Linie geht hier von 100% von 1950 zurück und wir sind jetzt hier bei 2021 angelangt am unteren Ende. Ähnlich sieht es auch aus mit dem Euro. Der hat ja erst hier 2000 angefangen bei mit einer Kaufkraft von 100%. Und der liegt jetzt hier, also es geht bei dem auch rapide ab bei circa 70%. Aber wir haben ja jetzt 2022, wahrscheinlich ist es jetzt nochmal eine deutliche Kurve niedriger. Im Vergleich zu Gold, das Grüne hier, die grüne Linie, die stieg immer an im Laufe der Zeit tendenziell gesehen. Ja. Und Bitcoin, das Gelbe hier, das ist die Linie von Bitcoin. Das ist natürlich eine Währung, die definitiv Geschichte gemacht hat. Ja, die Herausforderungen unserer heutigen Zeit, Pandemien, politische, totalitäre Anwandlungen, Unsicherheit überall auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, Lieferketten, da hapert es schwer. Da kann fast jeder ein Lied davon singen, der irgendwie selbstständig ist und irgendwas produziert. Ja, ich habe einen Bekannten zum Beispiel, der baut privat ein Boot, einen Katamaran, also mit Holz. Und er sagt jetzt zu mir, du, ich bekomme zurzeit das Holz nicht mehr her. Ja, und so weiter und so fort. Und auch in der Computerindustrie und fehlen Teile, weil die Lieferketten hier und da echt abgebrochen sind. Und somit kommt es zu echten Engpässen. Ja, die Lösung, die hier vorgestellt wird, nennt sich DXT. Es ist ganz einfach, smart und sicher. Wie einfach ist das bitte? Du kaufst quasi den Token, du hältst ihn und bekommst dafür, dass du ihn hältst, Profit. Und der Profit ist momentan noch nicht so besonders hoch, aber in naher Zukunft wird dieser Wert und die Ausschüttungen, die täglichen Ausschüttungen pro Token immer höher aus den verschiedensten Gründen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Ja, hier nochmal ein Vergleich.
die dezentrale Finanzsysteme, die sich ja mit dem Bitcoin seit, kann man sagen, 2008, 2009 entwickeln und entwickelt haben im Vergleich zur traditionellen Finanz, ja, die wir ja kennen, Banken und so weiter. Da ist es so, bei der traditionellen Finanz ist es so, Einlagen werden von Finanzdienstleistern verwaltet, also Bankern, ja. Unternehmen, welche Vermögen von anderen verwalten, müssen vertrauenswürdig sein. Individuelle Transaktionen brauchen lange, da die Prozesse komplex sind. Alle Transaktionen werden direkt deiner Identität zugeordnet. Das heißt, man kann dich sehr, sehr gut überwachen. Die Anforderungskriterien des Unternehmens müssen von dir erfüllt werden, um Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Dienstleistungen sind an die Öffnungszeiten des Unternehmens gebunden. Die Daten von Finanzinstitutionen sind nicht auf Abruf verfügbar. Im Gegensatz zur dezentralisierten Finanz, Einlagen werden vom Eigentümer selbst verwaltet, mit Hilfe von sogenannten Smart Contracts und nicht von anderen Finanzdienstleistern. Man verwaltet es selbst, man hat selbst die volle Kontrolle. Man ist quasi immer Eigentümer und Besitzer. Die Kontrolle von Transaktionen und die Weitergabe von Eigentümerrechten liegen bei uns selbst. Die sofortige Durchführung und Prüfung von Transaktionen sind möglich. Es ist auch möglich, pseudonyme Tätigkeiten durchzuführen. Das heißt, man ist nicht so sehr überwacht, obwohl natürlich die Politiker der Welt, sage ich jetzt mal, vor allem in Europa gerade, sehr stark daran arbeiten, dass das weniger wird und besser überwacht werden kann, was aber bei dezentralisierten Finanzsystemen nicht so einfach ist. Dezentrales Finanzsystem DeFi ist für jeden Menschen überall und frei nutzbar. Dezentrales Finanzsystem ist für jeden Menschen jederzeit nutzbar, also nicht an Öffnungszeiten oder was gebunden. DeFi basiert auf transparenten Protokollen und die Daten der Smart Contracts sind für jeden jederzeit verfügbar und einsehbar. Ja, das Rewardprogramm von DXT von DealX ist ganz einfach. Du kaufst DXT-Token, du hältst diese DXT-Token und gibst sie quasi nicht aus. Das wäre quasi dumm, wenn du das tun würdest. Dann würdest du nämlich Geld verlieren. Und du loggst dich in das sogenannte Hold-Reward-Programm ein. Also du verpflichtest dich dazu, das zu halten. Das kannst du jederzeit ändern. Aber du verpflichtest dich dazu, das zu halten. Und dann erhältst du automatisch wiederkehrende Belohnungen sozusagen. Ja, so kann man das so ungefähr sehen. Das ist ganz, ganz einfach und das kann jeder machen und man kann auch ab jeder Summe einsteigen. Ja, hier auf dieser Folie, da ist jetzt sehr, sehr viel Text drauf. Da erscheint so ein bisschen dann auch, was alles so geplant ist. Ja. Zum Beispiel der Thomas Egger, auf den gehe ich jetzt nicht näher ein. Er erkannte bereits vor einigen Jahren das Potenzial Rumäniens im Bereich der Landwirtschaft. Die Kombination aus sehr günstigen Grundstückspreisen, den klimatischen Bedingungen und niedrigen Lohnkosten bewegten ihn vor mittlerweile knapp 5 Jahren dazu, nach Rumänien auszuwandern. Der Enders Branch kann man als einen Experten in der Agroforstkultur bezeichnen. Durch seine Expertise stellt er eine absolute Bereicherung dar. Nach dem Studium wanderte er gemeinsam mit Thomas Eggert nach Rumänien aus. Ja, die Anbaugegend, und das ist eben das, hier wird angebaut. Ja, hier wird angebaut in Rumänien, wo quasi das Klima optimal ist, mit einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 57 mm. Das heißt, sehr, sehr reichhaltiges Wasser, sehr gute Böden, sehr gute Anbauflächen mit und große Flächen vor allem. Und das heißt, dort kann man lukrativ anbauen. Obst, Gemüse und so weiter und so fort. Und die Gewinne daraus fließen in den
DXT in den DealX-Token. Ja? Das heißt, die Gewinne aus diesem Geschäftsmodell fließen in den DealX-Token. Das Geschäftsmodell hat sich zum Ziel gemacht, ein selbst skalierendes Geschäftsmodell zu entwickeln. Ein Teil der jährlichen Überschüsse wird dazu verwendet, neue Flächen zu erschließen und somit den Grundstein für stetig wachsende Erträge zu legen. Durch die Kombination aus idealem Klima, niedrigem Lohnniveau, moderaten Preisen für Grundstücke sowie einem großen Bandbreite an EU-Förderungen und Subventionen ergeben sich hohe Renditeerwartungen. In den ersten Jahren wurde durch die Anschaffung von Maschinen und der generellen Infrastruktur die Basis für ein gesundes und nachhaltiges Wachstum geschaffen. Nun liegt der Fokus auf schnellem Wachstum und der Erweiterung der bewirtschafteten Agrarflächen. Das Geschäftsmodell sieht ein jährliches Wachstum im Bereich von ca. 30% vor. Durch den Mix aus verschiedenen Pflanzenarten wird außerdem das Risiko von Ernteausfällen minimiert. Vor Ort wird je nach Jahreszeit und Bedarf auf einen großen Pool aus Erntehelfern und Vorarbeitern zugegriffen. Ja, das ist also ein Baustein, wie wir quasi mit DX-Token Geld verdienen. Ja, das heißt, wir sind quasi pro Token an diesem Umsatz beteiligt und bekommen täglich unsere Ausschüttungen. Ja, dann kommt, ist eine Zukunftsmusik, die aber, falls du das Video anschaust, ist es vielleicht sogar schon real, weil das soll jetzt kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Möglicherweise, wenn du das Video siehst, ist es schon soweit, dass es da ist, eine Krypto-Exchange. Wenn man weiß, wie viele Milliarden umgesetzt werden auf einer Krypto-Exchange, dann weiß man, hier ist richtig Musik drin und die Firma hier stellt 25% der Gewinne aus den Transaktionsgebühren zur Verfügung und verteilt es auf alle, die den DX-Token besitzen. Ja, ein Fallbeispiel hier, wenn du jetzt zum Beispiel 20.000 DXT gekauft hast. Du musst natürlich keine 20.000 DXT kaufen. Die momentan am Stand, als ich das Video aufgenommen habe, liegt ein Token bei 41 Cent. Der Token steigt von pro 2 Millionen verkaufte Token, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf von um einen Cent und es gibt maximal 500.000 DXT. Ja, also, wenn man zum Beispiel, wenn ich das richtig hier verstehe, wenn man nur 0,1% des Volumens von Binance hernimmt, und man das berechnet mit 10 Cent pro Transaktion, also wenn du jetzt auf Binance oder auf dieser Plattform dann eine Transaktion durchführst, das heißt Bitcoin in Litecoin tauscht oder in was für eine Währung auch immer, dann fallen 10 Cent an. 10 Cent bei einem nur 0,1% des Volumens von Binance, ja, wären das 12 Millionen Euro. Diese 25% von diesen 12 Millionen Euro wären 3 Millionen Euro und ein paar zerquetschte, ja, 24.000 sind dann ein paar zerquetschte, ja. Und die werden dann verteilt auf alle, die den DX-Token besitzen. Und es wären dann 0,006 Cent pro DXT. Wenn du jetzt 20.000 DXT besitzt, dann wären das 120 Euro umgerechnet. Ja? Also mit dem kannst du rechnen, sobald die Exchange am Markt ist und vor allem sich natürlich etabliert hat auf dem Markt. Diese Exchange zeichnet sich durch Besonderheiten aus, damit es für viele Menschen attraktiv ist und vielleicht sogar attraktiver als die führende Plattform Binance und andere wie zum Beispiel OKEX. Man sieht hier noch auf dem Bild, ja, ein Volumen, ein 24-Stunden-Volumen sind immer noch 21,14 Milliarden US-Dollar. Ich habe manchmal bei CoinMarketCap nachgeschaut, ja, das waren dann teilweise 40 Milliarden US-Dollar täglich, ja. Das ist jetzt nur
Ein Beispiel hier mit einem 21,14, das schwankt ja täglich, mal nach oben, mal nach unten. Und dann gibt es ja Kryptobörsen. Und das heißt, diese 21 Milliarden sind ja nur bei Binance. Ja? Es gibt ja 30, 40, 50, 60, ich weiß nicht wie viel Kryptobörsen es gibt. Und alle machen Milliarden oder im hochstelligen, sechsstelligen Millionenbereich tägliche Umsätze. Es ist kaum zu glauben, aber es ist so, das kannst du nachschauen, wenn du auf CoinMarketCap gehst, dann kannst du das nachschauen. Im Anschluss an diese Präsentation gehe ich mit dir auf CoinMarketCap und zeige dir die momentanen Zahlen vom quasi 12. März 2022, weil das ändert sich ja, wie gesagt, täglich. Ja, ich hoffe, du hast das Potenzial jetzt so ein kleines bisschen erkannt, was hier möglich ist. Ja, es gibt weitere Möglichkeiten, die in Zukunft implementiert werden sollen, ja, um noch mehr Attraktivität des DXT-Token zu erreichen, noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinne. Hier nur einige, die sie vorhaben, Umsatz zu machen über Metaverse, über Voting, Governance, da habe ich jetzt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Collateral Borrow-Lend-Protokolle, also irgendwas mit Ausleihen und so weiter, ja. Zahlungsfunktionen, ja, da kann man natürlich auch Gebühren verlangen. Staking, das ist ein Vorgang, da werden Kryptowährungen quasi für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt, um sie auszuleihen. Und dann bekommt man da auch wieder Prozente, wie wenn man einen Kredit hat, ja. Und Bereitstellung von Liquidität und Farming. Ja, das sind verschiedene Bereiche, die in Zukunft noch zusätzlich implementiert werden, damit der DX-Token noch attraktiver wird, noch mehr Geld ausschüttet für uns, die Community. Ja, das Tolle ist, was wäre, wenn du einen Token besitzt, der die Möglichkeiten von DealX nutzt, um maximal am achten Weltwunder des Zinseszinses zu partizipieren. Die größte Erfindung des menschlichen Geistes sind die Zinseszinsen. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran und alle anderen bezahlen ihn. Das hat scheinbar mal der Herr Albert Einstein gesagt, der ja gebürtig aus meiner Heimatstadt Ulm stammt. Ja, hier eine Aufteilung, da sieht man dann nochmal, wie sich das alles hier zusammensetzt. Stell dir vor, wenn du einen Token besitzt, der die Möglichkeiten von DealX nutzt, um maximal am achten Weltwunder Zinseszins zu partizipieren, der die optimale Möglichkeit der Teilnahme am DealX Affiliate-Programm jetzt und sofort bereitstellt. Das heißt, wenn du Menschen von dieser Möglichkeit weitererzählst und die machen mit, kannst du daran noch verdienen, und zwar Bitcoins. Wenn du den Token und sein innerer Wert sich mit dem wachsenden Ökosystem von DealX weiterentwickelt, wie gerade erwähnt, ja. Wenn du damit einen Token hältst, der limitiert ist, natürlich gibt es nicht unendlich viele Tokens, er ist auf limitiert auf 500 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn du damit einen Token besitzt, der ein dezentraler Speicher von echtem wachsendem Wert ist, also jeder Token ist ein Speicher an Wert und wie gesagt, die ganzen Unternehmungen von dieser Firma werden auf den, die Gewinne werden auf jeden Token umverteilt. Wenn du einen Token besitzen würdest, der nicht wie viele andere nur backed by imagination ist, also viele Token haben ja überhaupt keinen Wert, ja, die sind nur da, ja, und sie haben nur einen Wert aufgrund der Spekulation, aufgrund der Nachfrage. Manche Token sind natürlich oder Coins sind natürlich schon wertvoll, weil sie eben im Besitz einer Blockchain sind oder eines speziellen Programms im Hintergrund. Da gibt es natürlich einige, die auch gut sind, ja, das muss man dazu sagen. Aber hier ist auf jeden Fall so, dass dieser Token nicht nur backed by imagination ist, sondern jeder Token ist quasi, könnte man auch sagen, wie eine kleine Aktie, der an den Gewinnen dieser verschiedenen Unternehmen, Anbauflächen, Exchange und so weiter
beteiligt sind. Und wenn du einen Token besitzen würdest, dessen Wert sich nicht nur an den Launen der Börse eben orientiert, sondern der bereits so viele Rewards liefert, dass den keiner mehr unter 1,14 verkaufen möchte. Ja, das kommt. Und jetzt momentan ist er ja noch bei 41 Cent. Wie wäre es für dich, wenn all das schnell möglich wäre? Also gerade in diesem Jahr 2022 soll noch sehr, sehr, sehr viel umgesetzt werden. Und je früher du dabei bist, desto günstiger kannst du diese Tokens beziehen. An dieser Stelle sage ich das mal unter diesem Video. In der Beschreibung findest du Links und durch die du erstens mal zu mir Kontakt aufnehmen kannst, dich mit mir unterhalten kannst. Wir können unverbindlich ein Gespräch führen und ich kann dir alles zeigen live, ja, wenn du Interesse hast. Und auf der anderen Seite erhältst du dort auch Links, um dich anmelden zu können. Auf der DealX Plattform gibt es verschiedene tolle Anleitungsvideos, die es dir total leicht machen, wie du dort Geld, also Kryptowährungen in Form von Bitcoin einzahlen kannst und dann dadurch dann damit dann DealX Token erwerben kannst, die dir täglich Bitcoins produzieren. Ja, hier sieht man noch mal eine Zusammenfassung, wie sich die Token-Ausschüttungen, so wie ich das hier sehe, zusammensetzen. Ja, da gehe ich jetzt nicht so ganz nahe drauf ein, weil hier siehst du einfach nur einen runden Kreis mit Prozentzahlen und aus diesen Prozentzahlen setzen sich die 500 Millionen DealX-Token zusammen. Ja, die Gründerverpflichtung ist 30 Monate Sperrfrist, linear über 30 Monate anteilig verfügbar. Ja, wenn du jetzt ernsthaftes Interesse hast an DealX und maximal etwas rausholen willst hier an Gewinnen, dann macht es Sinn, mindestens so viel Token zu kaufen. Du kannst natürlich auch weniger kaufen, aber wenn du 3000 DealX-Tokens kaufst, dann kommst du in diesen Pool 1, der dir mehr Gewinne macht, wie wenn du weniger Token hast, dann hast du auch Gewinne, aber dann hast du nicht, bist du nicht in diesem Reward-Programm mit dabei. Das heißt, dir geht dann halt ein kleines bisschen was durch die Lappen. Wenn du mehr zur Verfügung hast, kannst du auch 6000 Token kaufen, dann gewinnst du am Pool 2 und am Pool 1. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Pool 6 bist, dann verdienst du am Pool 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also je höher du in den Pools steigst, desto mehr verdienst du. Nicht nur aus diesem Pool, wo natürlich weniger Leute drin sind. Am Pool 1 sind natürlich mehr Leute drin als im Pool 11. Ja. Das heißt, im Pool 11 sind ja natürlich deutlich weniger drin. Das heißt, die Gewinne für dich als Einzelner sind deutlich höher, weil ja immer die Ausschüttung in der Firma, die Gewinne auf alle verteilt werden, ja, die eben in den Pools sitzen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht. Also wenn du ab 3000 Token einsteigst, bist du auf jeden Fall im Pool 2. Mit 6000 Token bist du im Pool 2, mit 18.000 im Pool 3 und so weiter und so fort. Aber auch wenn du im Pool 1 bist, kommst du irgendwann in den Pool 2, weil du ja je täglich gewinnst und du kannst quasi hergehen, 3000 Token kaufen und dann einfach die Gewinne reinvestieren. Ja, dann kommen jeden Tag neue DealX-Token hinzu und irgendwann hast du dann 6000 Token zusammen und dann bist du im Pool 2. Und irgendwann hast du dann 18.000 Token zusammen und bist in Pool 3. Das geht dann natürlich immer schneller, weil je höher du steigst, desto mehr Tokens bekommst du ja. Das ist quasi, jeden Tag geht es ein kleines bisschen schneller. Genau, so kann man das ungefähr sehen. Und zurzeit ist es noch so, das geht noch bis zum 30. April 2022. Also wenn du jetzt noch dieses Video siehst vor Ende April und du sofort mitmachst, dann bekommst du noch auf deinen Einsatz von DXT-Token, DXT, nochmal 10% an Token obendrauf,
geschenkt. Das heißt, dann geht es für dich noch schneller und ist noch lukrativer. Du bekommst diese 10% Token aber nur dann geschenkt, wenn du auf der Webseite von DealX diese Funktion aktivierst, damit du automatisch reinvestierst die Gewinne und quasi die Gewinne im Moment noch nicht auszahlst. Dieses Reinvestierungsprogramm, das automatische Reinvestierungsprogramm, ist jederzeit zu stoppen. Kannst du jederzeit stoppen, ja? Musst du auch wissen. Das heißt, das Geld liegt nicht unbedingt gezwungenermaßen fest. Ja. Ja, hier siehst du zum Beispiel ein Beispiel. Im Pool 1 sind im Stand 31.01., das sieht natürlich jetzt wieder schon wieder anders aus, 1100 User drin, im Pool 2 750 User und so weiter und so fort. Das heißt, je höher die Pools steigen, desto geringer sind die Menschen drin. Das heißt, mit weniger Menschen musst du dann auch die Gewinne teilen. Das heißt, pro Pool kommt dann natürlich mehr rüber, je höher du in den Pools steigst. Das heißt, je höher du investierst, desto mehr gewinnst du auch, was ja auch normal ist. Ja? Ja, das hier gefällt mir besonders gut. Join, chill, earn, repeat. Wie einfach ist das bitte? Also mitmachen, entspannen, Geld verdienen, wiederholen. Ja? Das heißt, die Vorgehensweise ist folgendermaßen: Du registrierst dich, du kaufst die X-Token. Das hier stimmt natürlich jetzt nicht mehr hier, die Zahl, weil diese Präsentation scheint aus dem Januar oder Februar zu sein. Inzwischen kostet ein DXT 41 Cent. Und wenn du das Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, können die Preise dann nochmal höher sein, ja? Okay. Genau, also immer noch günstig. Kauf den DXT-Token. Starte dein Hold Reward, das heißt, es ist ein Programm innerhalb der Webseite, dass du den Token hältst, ja, dann bekommst du mehr Ausschüttung pro Tag und dann maximiere dein Auto-Compounding, das heißt, du machst einen automatischen Reinvest und dann bekommst du nochmal schneller und profitierst maximal von dem Zinseszinseffekt, von dem vorher die Rede war. Ja, zusätzlich hast du die Möglichkeit, diese hervorragende, extrem zukunftsträchtige Möglichkeit weiter zu empfehlen, Menschen, Freunden weiter zu erzählen. Ja, wenn du das machst, das musst du nicht machen, du verdienst ja trotzdem. Aber wenn du das tust, dann hast du noch weitere Möglichkeiten, Geld zu gewinnen. Aber auf das möchte ich jetzt nicht so besonders eingehen, weil ich habe das selber noch gar nicht so genau verstanden, wie das genau aufgeschlüsselt ist und ich möchte nicht in diesem Video herumstammeln. Möglicherweise mache ich zu einem späteren Zeitpunkt speziell darüber dann nochmal ein Video. Ja, hier wird dann von 10% gesprochen. In der zweiten, das bist du. In der ersten Ebene bekommst du 10%, in der zweiten Ebene bekommst du noch 5% und dann geht es eben über die verschiedenen Ebenen runter und du bekommst dann immer in DX Bonustoken ausgeschüttet, die natürlich dann dir zugerechnet werden und du dadurch natürlich schneller in die anderen Ebenen aufsteigen kannst, ja? Genau. Ja, dann siehst du hier wieder, du kommst natürlich dann schneller von dem Pool 1 in Pool 2 und so weiter so fort, je fleißiger du quasi bist, so würde ich das jetzt mal hier beschreiben, aber wie gesagt, das musst du nicht machen, das kannst du machen, weil das Schöne ist an diesem Programm, du verdienst ja sowieso. Natürlich, wenn du es weiterempfiehlst, bekommst du Provisionen und dein Guthaben und deine Verdienste wachsen natürlich dadurch schneller. Ja, das war's mit dem Ganzen. Hier nochmal zum Schluss nochmal dieser Einkommensdisclaimer. Alle Ertrags- und Einkommensbeispiele, die hier gezeigt werden, sind real eingetreten. Sie sind aber ohne Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Das ist klar, das kann man nicht machen, ja. Provisionen wie auch Ertragsbeteiligungen sind von der Geschäftsentwicklung abhängig und können nicht garantiert werden. In der Vergangenheit wurden jedoch diese Erträge erreicht. Risikohinweis: Wie jedes Unternehmen unterliegt auch DealX Emporia
den unternehmerischen und wirtschaftlichen Risiken. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann daher nicht ausgeschlossen werden, liebe Leute. Und es können auch keine Ertragsbeteiligungen garantiert werden. Man sollte daher unbedingt nur Gelder einsetzen, deren eventuellen Verlust man sich leisten kann. Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Zur Verfügung gestellte Informationen, Mitteilungen, Berichte und Analysen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Handel mit den aufgeführten Produkten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Des Weiteren kann die DXX Emporia nicht garantieren, dass Informationen, Mitteilungen, Berichte, Analysen und Finanzdaten, die in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt wurden, in der Zukunft zum selben Preis, in derselben Qualität und im selben Informationsgehalt zur Verfügung gestellt werden. Ja, das ist ja klar. So, jetzt geht's gleich weiter. Noch, ich lasse dich jetzt nochmal in Coin Market Cap einblicken, damit du dir da auch ein Bild machen kannst. In diesem Sinne, das war's jetzt erstmal mit dieser Präsentation. Gleich geht's weiter. Ja, wir sind jetzt hier auf Coin Market Cap. Die Webseite heißt so wie das hier, coinmarketcap.com. Du kannst hier oben deine Sprache einstellen und du kannst hier nach Kryptowährungen schauen. Aber momentan sind wir hier bei Börsen, ja. Die besten Spotbörsen für Kryptowährung. Wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann siehst du, da gibt es ganz viele Börsen, ja. Also es gibt, scrollen wir mal ganz runter. Also bei Coin Market Cap sind, ja, also über 100 Börsen. Ja, 124. Wahnsinn, wie viele Börsen es gibt, ja. Also, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe noch gar nicht so weit runtergescrollt. Ja, 200 Börsen wahrscheinlich. Ja, das hört ja gar nicht mehr auf mit den Börsen. Machen wir jetzt schneller hier. Ja, jetzt sind wir fertig. Also hier sind 305 Börsen gelistet. Ja. Wobei jetzt von diesen hier sind jetzt keine Zahlen so großartig bekannt. Ja. Also die unteren lassen wir mal links liegen. Hier geht es los mit Zahlen. Mit den Umsätzen pro Tag. Ja. 73.000 ist es nicht so. 2 Millionen, 115 Millionen. 21.000, 19 Millionen, aber wir gehen jetzt mal 68 Millionen, ja. Jetzt gehen wir mal ganz hoch wieder. Du kannst dir dann ausrechnen, was da so zusammenkommt. Bei Binance momentan heute 17 Millionen Euro umgesetzt am Tag. Ich habe schon Tage gesehen, Volumen 24 Stunden mit 40 nicht Millionen, Milliarden, ja. Coinbase macht 2 Milliarden am Tag. FTX 2 Milliarden, Kraken 1 Milliarde, KuCoin 2 Milliarden, Huobi 2 Milliarden, Gate.io 2 Milliarden, Bitfinex 796 Millionen, 2 Milliarden Krypto.com und so weiter. Ja, also du siehst hier 2 Milliarden, diese hier 4 Milliarden OKEX und. Also das heißt, wenn du das zusammenrechnest, was da täglich bewegt wird auf all diesen Börsen, dann kommt da richtig was zusammen. Das wollte ich dir jetzt nur noch mal mit diesem Video deutlich machen. Und damit du weißt, ja, wie viel täglich bewegt wird. Und dann pro Bewegung fallen Gebühren an bei jeder Börse, ja, 10 Cent oder mehr bei manchen weniger und so weiter und so fort. Und es kommen immer wieder neue Exchanges dazu, weil ja dieses Geschäft extrem lukrativ ist und so auch eben auch die Exchange von DealX. Und wenn diese Exchange entsprechend etwas bietet, zum Beispiel eine Nische vertritt, dann kann da richtig was zusammenkommen im mehrfachen Millionenbereich beziehungsweise auch im mehrfachen Milliardenbereich. Das gebe ich nur mal so zu bedenken. Und 25% von den Gewinnen aus der Exchange werden auf die Token umgelegt.
Ja, ich hoffe nun, mein Video hat dir gefallen, es hat dir einiges erklärt. Du siehst hier einen Teil des Innenlebens von Deal X. Ich zeige dir diesen Teil mit den Tools, die sind hier ganz unten zu finden, deshalb, weil du siehst, hier gibt es Anleitungsvideos, wenn du dich angemeldet hast, was ganz, ganz leicht geht. Du musst dich auch gar nicht großartig verifizieren. Es gibt schon einen Verifikationsprozess. Da musst du deinen Ausweis hochladen, also Führerschein, Personalausweis oder Reisepass oder so und einen Utility Bill. Das war's dann, also eine Stromrechnung, Wasserrechnung oder irgendwas, was auf deinen Namen läuft. Dann passt das Ganze, ja. Und weshalb ich dir diese Seite zeige, hier hast du Registrierungs- und andere drei Anleitungsvideos in Englisch und es gibt diese Videos auch in Deutsch, aber die gibt es dann in der Telegram-Gruppe, zu der ich dich dann, wenn du dich eingetragen hast, dann füge ich dich dann da gerne hinzu, nachdem du mit mir Kontakt aufnimmst. Ja, hinterlass mir doch gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und klicke auch die Glocke, damit du immer Bescheid bekommst, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt. Unter diesem Video in der Beschreibung findest du sämtliche Informationen, die du brauchst, um bei DealX mitzumachen oder um mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, das war's mit diesem Video. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Und ja, schauen wir mal, wie du dich entscheidest und ob wir in Kontakt kommen. In diesem Sinne, hier war dein Klaus Anton Meyer.